Sehr geehrte Hobby-Archäologen, es geht weiter. Diesmal mit einem neuen Headset, mit einem neuen Headset, das ich erst vor wenigen Tagen erhalten habe. Das knackt zum Glück nicht mehr, aber dafür rauscht es ziemlich. Ich werde nachher versuchen, das Rauschen der Audiobearbeitung rauszuschneiden. Das hat im Test bisher ganz gut funktioniert. Genau. Ich habe die Videos nochmal durchgeschaut und ich habe natürlich wieder was übersehen, letztes Mal nämlich ein zweites Buch. Die ganzen Regale durchgeguckt und habe tatsächlich, wahrscheinlich durchs Gequatsche währenddessen, vollkommen übersehen, dass es da noch ein einzelnes Buch gibt. Ich laufe da jetzt gerade mal hin. Das war vom Eingang aus das zweite Regal nach links. Nämlich, wenn ich mich nicht täusche, müsste das... da sein. Ha, genau das da. Eine Biografie über Hitler. Wollte ich doch immer schon mal haben. Schauen wir uns die doch gleich mal an. Vielleicht bringt es hier was. Eine Erstausgabe. Oh. Ja. Ach so. Öffne das Buch. Will sie nicht lesen. Also nicht so wie... Ich dachte, das wäre vielleicht wie die Anleitung von... für das Flugzeug, dass man da jetzt irgendwas Tolles rausfinden kann, aber scheint wohl nicht der Fall zu sein. Okay, wir haben letztes Mal gesehen, es gibt ganz viele 3x3 Kästchen mit Zahlen von 1 bis 9 und sein Vater hat römische Zahlen gesucht. Indiana Jones hat in der letzten Folge einen tollen modischen mit Halbfasten gefunden, der natürlich speziell dafür gemacht wurde, diese Bodenplatten zu öffnen, weil er sonst nichts Hartes genug dabei hat. Bevor ich da jetzt ewig rumklicke, dachte ich mir, ich schaue einfach mal in das Buch von seinem Vater. Vielleicht steht da ja irgendwie drin, was er so zuletzt gedacht hat. Irgendwelche Erkenntnisse über die... Oh, nicht über die römischen Zahlen. Willst du hinein? Folge dem ersten von links. Und beachte die Detailtreue in der Zeichnung des Schilds. Des Teils darüber und der Engel. Der seltsame Text darunter hat anscheinend etwas mit römischen Ziffern zu tun. Okay, Detailreichtum des Schilds. Ist das denn detailreich, Indiana Jones? Ich bin so ein kleiner Kunstbanause, aber der Indiana Jones doch bestimmt nicht. Das sieht dem Bild im Tagebuch sehr ähnlich. Hm. Sagt er das bei denen, die falschen sind, oder sagt er das beim Richtigen? Das ist jetzt die wichtige Frage. Ja, es sieht ihm sehr ähnlich. Ja, die sehen sich alle ähnlich. Das ist das Problem. Ich hoffe mal, dass er bei einem dann sagt, das ist das Richtige. Das sieht genau so aus wie im Buch. Und die anderen können abstinken. Und ich glaube, es war das erste von links. Ja, aus Sicht des Spielers? Oder aus Sicht von Indy, wenn er quasi in die Bibliothek reinkommt? Das weiß ich jetzt gerade. Ah, es sieht genau wie das Bild im Tagebuch aus. Na dann sind wir doch hier bestimmt richtig. Sagt das Tagebuch irgendwas über die Ziffern? Folge dem ersten von links. Dem ersten von links. Na, das wird wohl die linke Inschrift sein und die erste Zahl, die dort genannt wird. Die 3. Ha! Das war ja eigentlich fast schon zu einfach. Ich probiere das einfach mal aus. Mal gucken, was passiert. Ja, keiner guckt. Und kabums. Ach nö. Ich hätte es mir spektakulärer vorgestellt. Eine Staubwolke kommt hoch. Ey. Hey, sieh da. Bleiben Sie stehen. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Wow. Auf Anhieb direkt richtig. Krass. Ja dann. Was gibt's denn hier alles? Ein Tunnel, ein zweiter Tunnel mit... die haben alle Totenköpfe außenrum. Die Totenköpfe sehen so ein bisschen aus wie so Klettergriffe an der Wand, aber ich glaube, das soll es nicht darstellen. Würdest du wieder rausgehen, wenn ich dich nett drum bitte? Da ist immer noch die Wache, also nein. Ansonsten... Ein Tunnel, ein Tunnel, ein Tunnel und sonst... nichts.
Na dann, ich habe hier zufällig meinen Würfelbeutel neben mir liegen und ich würfle eine 3. Also gehen wir in den dritten Tunnel. Bedrohlich Musik. Hallo? Ganz schön gruselig. Oh nein, noch ein paar Augen. Was das wohl sind. Hoffentlich keine Schlangen. Ich habe doch Angst vor Schlangen. Ach, das ist. Ah, wow. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Das habe ich gar nicht erkannt. Ah, wow. Ich dachte gerade irgendwie, das ist so eine Zwischensequenz und die lädt oder läuft vor sich hin und da kommt die Pünktchen und irgendwann anscheinend ja nicht bei uns und macht irgendwas Tolles. Nein, das war wohl falsch. Da habe ich mich getäuscht. Okay. Also das da sollte meiner Theorie nach der zweite Eingang sein. Da geht es zum ersten rüber und so eine Sackgasse und das hier. Ja, das ist der dritte. Irgendwie Aktion oder so auswählen kann ich hier auch nicht. Von daher laufe ich jetzt einfach mal hier so rum und da wird schon was Richtiges bei rauskommen. Bedrohliche Musik, ich habe Angst. Vielleicht sind da gleich Schlangen. Okay, dann geht's raus. Oh wow. Okay, das ist ein Ausgang. Ich glaube, am Rand des Lichts, des Lichtkegels, noch ein. Ah. Hier geht's wohl noch weiter. Genau. Führt das auch dahin? Ja, das führt in den gleichen Raum. Jetzt gerade so links rüber gescrollt. Ich glaube, da geht's noch weiter. Ist es hier oben noch oder können wir daher? Nein, da geht's tatsächlich weiter. Und das hier führt scheinbar auch als drittes in den Raum von rechts, nehme ich an. Ja, genau. Alles klar. Das heißt, immerhin die Wege hier muss ich ja nicht mehr erforschen. Das ist ja schon mal was. Ein Haken. Da ist doch, da muss doch ein Haken an der Sache sein. Ja, und er ist genau da. Nimm ihn. Wenn du so blöd bist, ihn mit Halbpfosten wegzuwerfen, nimm zumindest den Haken mit, wenn du eine Waffe hast. Gibt es noch sowas? Schädel? Nö. Kein Schädel. Vor allem kein aus Kristall. Heißt nichts Gutes. Soll ich speichern? Ach was, wird schon schief gehen. Ja, die Peitsche dabei. Ein Holztor. Was gibt's hier? Eine Fackel. Ja, eine Fackel ist doch. Hä? Sieht aus wie so ein Eingang, aber ist keiner. Und ein weiterer Tunnel. Schnapp dir die Fackel. Ich kann sie nicht aus dem trockenen Schlamm ziehen. Und wenn du den Haken als Hebel benutzt? Nicht. Oh, und wenn du sie mit der Peitsche. Nein. Irgendwas zum Anfeuchten hat er nicht dabei. Oder irgendein Gefäß oder so, um Flüssigkeiten zu holen. Das Tagebuch. Nee. Ich wusste doch, da ist ein Haken an der Sache. Vielleicht mit der Kordel irgendwie umwickeln und dann ganz fest reinhängen. Da muss eine andere Lösung her. Vielleicht braucht er sie auch gar nicht. Bevor ich da jetzt weitergehe, will ich erstmal schauen, ob er nicht von woanders noch reinkommt. Weil hier reinzukommen von einer anderen Stelle her ist, glaube ich, doch ziemlich verwirrend. Und dann ist nicht unmittelbar ersichtlich, dass es wieder der gleiche Ort ist und dann erforsche ich wahrscheinlich irgendwelche Gänge doppelt und dreifach. Das möchte ich einfach gern verhindern. Und es passiert nicht. Hätte ich mir auch sparen können.
Wahrscheinlich kann man da unten wieder raus, direkt neben dran. So, da können wir mal kurz drüber schauen. War doch hier irgendwas? Ich bin ja irgendwie Meister darin, Dinge, die angeschrieben sind, zu übersehen. Andererseits ist es auch ziemlich gemein, wenn aus den Büchern plötzlich ein Buch wird, was fast genauso aussieht. Und der Mauszeiger muss dann sowieso oben bleiben. Und die Sicht irgendwie auch, um zu sehen, dass der Mauszeiger nicht irgendwie neben dran geht. Und dann hat sich so ein kleines bisschen was am Rande des Sichtfelds. Das ist schon ziemlich gemein. Also es ist nicht unmöglich, irgendwas zu finden oder die Bücher zu finden, aber es ist doch ziemlich gemein, finde ich. Naja, aber damals waren auch Spiele schwerer. In der guten alten Zeit, da hat man es den Spielern noch nicht so einfach gemacht. Das ist eigentlich schon okay. Bisschen Herausforderung. Eine Platte. Was für eine... Die da? Was kann die denn? Nichts Besonderes. Drücke die Platte. Vielleicht ist es ein Schalter. Nimm sie mit dem Haken mal da raus. Wie? Womit denn dann? Mit der Peitsche? Ich glaube, er hat die Peitsche wahrscheinlich genau für eine Sache dabei im ganzen Spiel. Irgendwie sagt er ständig, dafür habe ich keine Peitsche dabei. Egal bei was. Tunnel, Tunnel, Tunnelplatte. Einfach draufstellen? Nee, klappt nicht. Nehmen geht wohl nicht. Ziehen wird wohl genauso wenig klappen. Nee, dann kriegt sie nicht in die Finger. Blödsinn. Das ist Blödsinn. Das kann ich auch nicht gehen. Oh, schließen sie. Nö. Ich glaube, das ist nichts mehr. Vielleicht irgendwie ein Schalter an der Wand oder so. Ein Tunnel an der Wand. Und Skelette auf dem Boden. War hier drüben noch irgendwas? Ich glaube, da waren noch einige Gänge. Auch hier wieder die gleiche Logik. Falls ein anderer Gang reinführt, den Raum erkenne ich sofort wieder. Aber ein eventuell ein eventuell anderer Gang hier in der Dunkelheit, vielleicht gerade einen halben Meter nebendran, würde ich nicht sofort erkennen, vielleicht durch das ganze Labyrinth nochmal durchlaufen. Die Zeit, ich brauche wahrscheinlich so viel lang genug für das Spiel. Das muss ich nicht unnötig rauszögern. Aber ich muss sagen, die Musik ist zwar nur 8-Bit, nehme ich an, aber ziemlich atmosphärisch. Ich bin mal ein bisschen still, dann könnt ihr die Musik genießen. Na, wer ist erschrocken? Wenn ihr mir böse seid, schreibt's in den Kommentaren. Vielleicht fühle ich mich dann ja auch schuldig. Was ist Wasser? Ah, kann man damit vielleicht die... Was ist das? Holzstöpsel. Ach, da ist der Wasserpegel. Habe ich gar nicht gesehen. Wir haben hier so eine tolle rote Kordel. Nein, da will ich nicht reintauchen. Aber du kannst doch vielleicht die Kordel mit dem Haken verbinden. Oder die Peitsche mit dem Haken. Ja, sonst war doch hier irgendwie nichts, oder? Also, ich glaube, es ist klar, man muss den Holzstöpsel ziehen, damit das Wasser abfließt und dann kann er da durchlaufen. Die Frage ist nur, wie kommt man an den Holzstöpsel ran? Kann ich vielleicht einfach direkt den Haken dahin werfen? Nee, das klappt nicht genau. Was macht denn da? Wie sieht aus wie ein großer Holzstöpsel und das Wasser? Ich hasse Wasser. Dieses Wasser besteht aus Schlangen. Und deswegen hasse er es. Gib Holzstöpsel an Haken. Haken an Holzstöpsel. Nein. Okay, nicht hier drin. Und ich sehe gerade, die Zeit für die erste Folge heute, in der heutigen Aufnahmesession, ist vorbei. Deswegen winkt Indiana Jones ganz freundlich hinter dem Balken. Deswegen sieht man es gerade nicht, aber er winkt ganz, ganz freundlich für euch und sagt bis gleich oder bis zum nächsten Mal.